herzlichen Dank. Ich freue mich ganz arg, heute hier zu sein. Ehrlich gesagt, glaube ich, zum fast ersten Mal für mich seit 2 Jahren, seit dieser Pandemie, wieder in Präsenz und dann noch in so einem tollen Studio. Und ich freue mich auch sehr, euch heute mitzunehmen zu einem sehr, sehr wichtigen Thema. Ich würde sagen, zu einem weiteren Megathema neben dem Megathema Digitalisierung, nämlich das Thema Klimaschutz. Und bei mir soll es heute darum gehen, wie wir diese beiden Themen, nämlich Klimaschutz und digitale Anwendungen, miteinander verknüpfen können. Zuerst möchte ich euch in aller Kürze nur ein paar Sätze zur Klimaschutzstiftung sagen. Wir sind nämlich noch relativ jung, jetzt ein gutes Jahr alt. Ich darf die Klimaschutzstiftung seit Februar vergangenen Jahres leiten. Wir sind eine Landesinstitution, gehören, wie schon eben gehört, zur Baden-Württemberg-Stiftung, sind eine Tochter, haben ein eigenes Stiftungskapital von 50 Millionen Euro und wurden ursprünglich ins Leben gerufen für das Thema CO2-Kompensation, weil man eben gesehen hat, dieses Thema wird von öffentlichen Anbietern, von öffentlicher Seite bislang überhaupt nicht besetzt. Nur private Anbieter besetzen diesen Markt, was eben nicht immer gut ist. Und wir versuchen jetzt von Landesseite da wirklich ein zertifiziertes, glaubwürdiges, sehr gutes Angebot aufzubauen. Machen aber als Stiftung auch noch Angebote, wie es eben so eine klassische Stiftung tut, zum Klimaschutz im Bereich Forschung und Bildung. Damit wir die Hintergründe erstmal einordnen können und verstehen können, wieso es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, dass wir den Klimaschutz eben auch in die Welt des Digitalen überführen, ist es wichtig, erstmal die Hintergründe zu verstehen. Man hört da dieser Tage wieder sehr, sehr viel, unter anderem deswegen, was ihr hier eben gerade sehen könnt. Deutschland hat gerade wieder seine Klimaziele deutlich verfehlt. Die Treibhausgasemissionen steigen nämlich wieder an, nachdem die sozusagen in den letzten 2 Jahren während der Pandemie stetig und auch merkbar gefallen wurden. Wird das Ziel jetzt wieder gerissen. Also bedeutet, seht ihr hier, stiegen jetzt im vergangenen Jahr um sage und schreibe 4,5%, und das ist die völlig falsche Richtung. Denn, wie wir alle wissen, die Emissionen müssten eigentlich deutlich fallen. Und das bedeutet, damit wir die Pariser Klimaschutzziele einhalten können, nämlich dass sich unsere Welt um nicht mehr als maximal 1,5 Grad erwärmt, dürften die Emissionen eigentlich, müssten sie um 7,6% jedes Jahr fallen und eben nicht steigen. Also sie tun genau das Gegenteil. Jetzt schauen wir mal darauf, was eigentlich Treibhausgasemissionen sind. Landläufig spricht man ja auch ganz häufig von CO2-Emissionen. Das ist aber nicht dasselbe. Die CO2-Emissionen, also das, was ihr hier in dem Großteil dieses Kuchendiagramms in Blau seht, sind Kohlenstoffdioxide. Die machen den absoluten Großteil aller Treibhausgasemissionen weltweit aus. Aber das ist eben nicht alles. Da gehört noch viel mehr dazu, nämlich Methan unter anderem, die Stickstoffoxide, aber auch die sogenannten F-Gase, die zwar nur 1,5% aller Treibhausgasemissionen ausmachen, aber das seht ihr rechts, um das über 20.000-fache so schädlich sind wie CO2. Also das bedeutet, wir müssen, so gut es geht, alle diese Treibhausgase vermeiden, reduzieren und die übrig bleiben, so gut es geht, kompensieren. Ja, wo entstehen diese Treibhausgasemissionen eigentlich? Also der Großteil, nämlich vor allem das CO2, also die Kohlenstoffdioxide, entstehen in der Industrie. Also durch Unternehmensemissionen, durch alles, was eben Unternehmen vertreiben auf der anderen Seite, aber natürlich auch produzieren auf der anderen Seite. Alles, was entsteht an Unternehmensstandorten. Methan vor allem in der Landwirtschaft, die Stickstoffoxide unter anderem bei allem rund um Verbrennung von Stoffen, aber eben auch in der Landwirtschaft, und die Fluorkohlenwasserstoffe, also die F-Gase, eben bei unterschiedlichen Anwendungen auch in der Industrie. Und wo entstehen denn jetzt in eurem
Alltag die Emissionen? Also wenn ihr mal auf euer tägliches Tun, euer tägliches Leben schaut, ist es eigentlich ganz interessant, finde ich, weil worüber wir landläufig so sprechen und auch häufig sprechen, ist eben das Thema Mobilität und das eben auch zu Recht, weil wie man hier sieht, in der Mobilität fallen 23% aller Emissionen an, aber eben ein noch größerer Teil liegt in unserem Konsumverhalten begründet. Und das ist eigentlich ziemlich interessant, weil das für jeden von uns bedeutet, wir müssen einfach unser eigenes Konsumverhalten ganz stark hinterfragen. Denn letzten Endes liegt es natürlich an jedem, an jeder Einzelnen von uns. Wir können sozusagen nicht nur auf die Unternehmen zeigen, dass die etwas zu tun haben. Das ist natürlich absolut wichtig, weil es einen Großteil ausmacht. Aber letzten Endes ist jeder von uns gefragt. Also ein Großteil liegt in Konsum und Mobilität begründet. Dann verursacht durch alles, was wir benötigen, eben um zu heizen, also vor allem eben fossile Energieträger, wenn wir Öl und Gas verbrennen. Ernährung macht auch noch 14% aus. Öffentliche Infrastruktur, also die wir nutzen, alles, was uns sozusagen öffentlich bereitgestellt wird, und Strom. Und jetzt schauen wir mal, wie viel wir denn da emittieren. Das ist also wirklich eine erschlagende Zahl, wenn wir weltweit schauen, sind das eben rund 35.000 Millionen Tonnen Treibhausgase. Im Übrigen, wenn ihr das seht, was ihr hier auch auf der Folie seht, dieses CO2e, dann steht das E für Äquivalent, also sprich alle Treibhausgase umgerechnet auf das Äquivalent CO2. Pro Kopf bedeutet das weltweit roundabout 4 Tonnen CO2e pro Kopf. Wenn wir alle so wären, wie wir sozusagen weltweit im Durchschnitt leben, wäre unser Problem gar nicht so groß. Bloß sieht es eben in den Industriestaaten ganz anders aus. Schauen wir hier nach Deutschland, ja, da haben wir insgesamt einen Verbrauch von 762 Millionen Tonnen. Also da sieht man schon einen beträchtlichen Anteil am weltweiten Ausstoß. Und auch wenn wir das pro Kopf ansehen, 10 Tonnen pro Jahr verbraucht jeder von uns. Also eben mehr als das Doppelte, als es weltweit der Fall ist. Die Industrieländer sind also wirklich ein Problem. Auch auf Baden-Württemberg kann man das noch mal runterbrechen. Es macht ungefähr einen Anteil von einem Zwölftel, einem Dreizehntel der deutschen Emissionen letzten Endes aus. Ja, was sind die Folgen von dem, dass eben die CO2-Emissionen, die Treibhausgasemissionen immer weiter zunehmen? Wir wissen es alle, es ist letzten Endes die Erwärmung. Und das ist genau das Kritische. Das Kritische ist nicht, dass ich eben mal ein Jahr lang Deutschland oder auch die Welt erwärmt und die Durchschnittstemperaturen deutlich höher liegen, als es eben früher der Fall war. Nein, wir sehen eben hier schon seit den 1970er Jahren spätestens ist eben dieser Temperaturanstieg ganz deutlich nachweisbar, wenn man das sich hier auf dieser schönen Infografik anschaut, wenn man sieht, um wie viel roter Deutschland sozusagen von Jahr zu Jahr wird. Und spätestens seit Sommer letzten Jahres, seit der Flutkatastrophe an der A, wissen wir auch hier in Deutschland, dass es einfach hier angekommen und wir spüren die Auswirkungen in beträchtlichem Maße. Wie viel dürfen wir denn eigentlich noch ausstoßen? Uns bleibt da leider gar nicht mehr viel. Das seht ihr hier, das ist eine Grafik, die bekommt man online vom Mercator Research Institute sozusagen immer tagesgenau zur Verfügung gestellt. Das ist jetzt etwas, was ich schon vor ungefähr einer Woche online gezogen habe. Da sieht man hier, uns bleiben, um das 1,5-Grad-Ziel noch einzuhalten, nur noch ein CO2-Budget übrig, das uns eigentlich noch 7 Jahre lang, 4 Monate und ein paar Tage eben reicht. Also das ist absolut nicht mehr viel. Es sollte eigentlich klar sein, uns bleibt keine Zeit mehr zu handeln. Und wenn wir das jetzt auf das herunterbrechen, was es für uns pro Kopf bedeutet, dann wird das noch viel, viel greifbarer für jeden von uns. Dann bedeutet es nämlich, wenn jeder von uns verträglich nach dem 1,5-Grad-Ziel leben möchte, bedeutet das,
nur noch 1500 Kilogramm Treibhausgase pro Jahr auszustoßen, zu verbrauchen, also sprich 1,5 Tonnen. Jetzt sieht man aber, Autofahren ein Jahr verbraucht schon eben 4 Tonnen CO2, eine Kreuzfahrt fast 3 Tonnen CO2, auch wenn wir von Stuttgart nach New York und wieder zurückfliegen, dann sind es ungefähr 2 Tonnen CO2. Also wir müssen unser Mobilitätsverhalten, unser Konsumverhalten wirklich hinterfragen und auch wirklich ändern. Und für die Teile, wo wir es eben nicht ändern können, weil wir uns vielleicht eben nicht dazu entscheiden, nicht mehr in den Urlaub zu fliegen oder nicht mehr zu verreisen, bleiben uns nicht so viele Möglichkeiten übrig. Da ist die einzige Möglichkeit, das auf andere Art und Weise auszugleichen. Und das sieht man jetzt hier nochmal schön in dem Schaubild. Wie funktioniert das eigentlich, dieser Weg zur Klimaneutralität, von dem alle sprechen? Die EU hat das Ziel der Klimaneutralität bis 2055. Wir hier in Deutschland schon bis zum Jahr 2045, also 10 Jahre eher. Und hier in Baden-Württemberg haben wir das ehrgeizigste Ziel aller Bundesländer, nämlich bis 2040 klimaneutral zu sein. Das bedeutet, alle Treibhausgasemissionen zu erfassen, damit man überhaupt mal weiß, wovon man spricht. Das kann man von einem Land auch runterbrechen auf eine einzelne Organisationseinheit oder ein Unternehmen. Und dann gilt es eben sofort, wo überall möglich, Emissionen zu vermeiden. Wo das nicht geht, müssen sie reduziert werden. Und das, was dann unterm Strich übrig bleibt, da spricht man dann von Restemissionen, die müssen ausgeglichen bzw. kompensiert werden. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Wege, Emissionen im Alltag zu vermeiden. Da fangt ihr natürlich bei der Mobilität an, also so viel wie möglich ÖPNV zu nutzen. Aber zum Beispiel auch euer Heizverhalten zu Hause ist wichtig. Wenn ihr die Temperatur bei euch zu Hause um nur 1 Grad senkt, spart ihr schon massig Emissionen. Konsumverhalten ist ein anderes, sich doch öfter mal zu hinterfragen, ob man denn eigentlich alles neu kaufen muss oder ob man sich zum Beispiel auch mal Dinge gebraucht kaufen kann, auch Dinge wieder verkaufen kann. Es gibt wahnsinnig viele Ansätze und sehr wirkungsvoller ist auch noch das Beziehen von Ökostrom. Also wer da noch nicht gewechselt ist, sollte sich das doch mal überlegen oder mal anschauen. Jetzt ist die Frage, wie kann denn sowas im Digitalen abgebildet werden? Welche digitalen Lösungen gibt es denn schon genau für diesen Weg zur Klimaneutralität? Das ist Schritt 1, die Erfassung. Ich wurde hier nämlich auch vorher gefragt, diese Frage passt gut dazu im Chat. Ist es denn überhaupt sinnvoll, dass Konsumentinnen die hochkomplexe Berechnung ihres CO2-Budgets und ihres Verbrauchs selbst übernehmen? Nee, das ist natürlich nicht sinnvoll, weil das ist relativ dann doch komplex für Einzelpersonen. Und deshalb gibt es genau dafür Anwendungen, die ihr nutzen könnt. Da komme ich auch gleich noch dazu. Das sind sogenannte Online-Rechner. Für verschiedene Lebensbereiche gibt es die. Sehr bekannt sind diese Rechner zur Erfassung zum Beispiel von Flügen, aber eben auch von Autofahrten. Gibt es aber auch für andere Bereiche. Also da einfach mal online umschauen. Ein CO2-Fußabdruck lässt sich online relativ gut und auch relativ exakt berechnen. Dann gibt es für das Thema Vermeidung natürlich auch unterschiedlichste digitale Anwendungen, sogenannte digitale Tauschplattformen zum Beispiel. Beispiel wäre Foodsharing, aber auch Zero-Waste-Apps oder im Prinzip alles, wo letztlich gebrauchte Gegenstände, Kleidung, was auch immer verkauft und wieder angekauft werden kann. Alles das dient letzten Endes dem Thema Vermeidung. Und dann Schritt 3, Kompensation. Da geht es dann eben um digitale Kompensationslösungen, die es lustigerweise, als wir uns den Markt mal angeschaut haben und geguckt haben, was eigentlich digital geht, noch kaum gibt. Und deshalb ist das ein Thema, wo wir ansetzen und das möchte ich euch jetzt vorstellen. Ich habe es gerade schon erwähnt, zum Beispiel auf unserer Seite klimaschutzstiftung-bw.de könnt ihr eure Flugreisen, also die Emissionen von Flugreisen, wenn sie denn für euch unverzichtbar sind, berechnen. Ihr könnt sie dort auch direkt kompensieren. Ihr könnt dasselbe auch tun für Autofahrten. Da ist letzten Endes alles Mögliche berechenbar, egal ob ihr euren Verbrauch von einem Jahr oder von einem Tag oder von einer bestimmten Strecke berechnen wollt.
Für den Alltag wird es in Kürze etwas Neues geben, was es so vergleichbar auch noch nicht gibt. Weil das, was ihr eben online findet, dient dann meistens eben nur der Berechnung, aber eben nicht dem Ausgleich und schon gar nicht dem, dass ihr dazu angehalten werdet, auch wirklich CO2 zu vermeiden und zu reduzieren. Und das ist ja das, was wir im ersten Schritt möchten. Und deshalb hat das Land Baden-Württemberg vor über einem Jahr entschieden, eine App in Auftrag zu geben, die wir von der Klimaschutzstiftung mitentwickelt haben, den sogenannten Klimabuddy. Ihr seht hier jetzt noch einen Screenshot von einem Arbeitsstand. Die App wird jetzt in wenigen Wochen veröffentlicht, ist dann in allen App-Stores verfügbar und ich zeige euch mal, wie die funktionieren wird. Die hat nämlich zum Ziel, dass ihr zum einen euren persönlichen Fußabdruck eben ermitteln könnt, anhand von relativ detaillierten Fragen nach eurem täglichen Verhalten. Aber ihr sollt eben auch vor allem dazu motiviert werden, das Verhalten zu ändern, klimafreundlicher zu leben, eure Emissionen zu senken. Deshalb haben wir hier gemeinsam mit dem Ministerium für Inneres und Digitalisierung einen Weg gewählt, der eben Gamification als Ansatz zugrunde hat. Weil, warum? Wir möchten ja, dass die Menschen auch bei der App dabei bleiben, weil sie interessant ist, weil sie Spaß macht, weil sie immer wieder dazu motiviert werden, die App eben auch aufzurufen. Deshalb gibt es hier den Klimabuddy, das ist die Waldohreule, das ist ein in Baden-Württemberg heimisches Tier, relativ bedroht auch vom Klimawandel, und diese Eule ist ja sozusagen das Maskottchen, was den User in der App die ganze Zeit begleitet. Dieses Maskottchen wird am Anfang vorgestellt und je nachdem, wie klimafreundlich ich mich verhalte und das eben über die App kontinuierlich erfasse, werde ich eben über die Eule, über den Klimabuddy durch verschiedene Funktionen auch stetig belohnt. So sieht es dann aus. Ich öffne die App, ich komme rein, mir wird der Klimabuddy vorgestellt und ich bekomme zunächst mal Fragen gestellt zu meinem persönlichen Konsumverhalten, zu meiner Mobilität, in welchem Haus ich zum Beispiel wohne, ob da schon energetische Maßnahmen vorgenommen wurden und so weiter. Dann erfasst es meinen Fußabdruck und dann bekomme ich ganz praktische Tipps, wie ich persönlich eben mein Emissionsverhalten verbessern kann. Und wenn ich diese Maßnahmen auch wirklich im Alltag gemacht habe, kann ich eben dafür Punkte einlösen und werde dann immer über die Eule zum Beispiel, also einfach über bestimmte Gimmicks, die die Eule dann erhält, wie zum Beispiel Futter oder etwas zum Anziehen und so weiter, belohnt. So, und jetzt käme mir eigentlich die Umfrage, die ihr vorhin beantwortet habt, nämlich die Frage, was ihr glaubt, wo bei einem Hotelaufenthalt die meisten Emissionen entstehen. Denn das Thema Hotelaufenthalt habe ich deshalb gewählt, weil es ein sehr wichtiges ist, weil im Prinzip Urlaubsreisen so viel verschiedene Dinge miteinander kombinieren. Es ist nämlich Konsum, es ist Reiseverhalten und es ist Mobilität letzten Endes in einem. Und es ist etwas, wo wir eben auch stark digital unterwegs sind und wo es unserer Ansicht nach Ansätze braucht, um Emissionen ganz stark zu reduzieren, weil das ist nämlich so, aktuell begegnet uns digital eigentlich überhaupt nichts. Also egal, ob wir ein Hotel buchen oder sonstige Freizeitaktivitäten unternehmen, es wird einem kaum angeboten, diese Aktivität auch klimafreundlicher zu tun. Jetzt schaue ich gerade, ob es jetzt hier die Möglichkeit noch mal gibt, die Antwort auf diese Frage einzublenden. Jawohl, da ist sie. Also tatsächlich hat der Großteil von euch richtig getippt. Der Großteil hat nämlich getippt, dass die meisten Emissionen auf An- und Abreise entfallen. Und das ist nämlich genau richtig so. Auf Übernachtung und auf Mahlzeiten ist es nämlich tatsächlich wirklich ein verschwindend geringer Teil im Vergleich. Dann könnte die Regie gerade noch mal zurückgehen wieder auf meine Präsentation. Wunderbar.
So sieht es nämlich exakt aus. Also Mobilität haben wir ungefähr bei einem Hotelaufenthalt 2/3. Also ihr seht, dieses Thema An- und Abreise ist etwas, was von einem Hotel selbst gar nicht beeinflusst werden kann. Ein Hotel kann letzten Endes nur Anreize schaffen, damit die Gäste das Ganze eben über eine ÖPNV machen. Aber mehr als das ist eben nicht möglich. Und dann können die Hotels selbst diese Emissionen, die bei diesem Teil entstehen, natürlich nicht reduzieren. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, hier anzusetzen. Wenn man sich das anschaut und diesen ganzen Fußabdruck eben mit einberechnet, der letzten Endes pro Gast bei einem Hotelaufenthalt entsteht, dann sieht man, dass, wenn man das in Euro umrechnet, der Preisaufschlag für einen klimafairen Hotelbesuch gar nicht so stark zu Buche schlägt. Das sind nämlich gerade mal 2% eines Übernachtungspreises. Und aus diesem Grund haben wir ein Pilotprojekt gestartet, das aktuell läuft im Hochschwarzwald mit Hotelbetrieben, die schon sehr nachhaltig aufgestellt sind, die im Prinzip schon alles auf ihrer Seite tun, um Emissionen zu reduzieren, aber die eben gern auf der Gästeseite auch was anbieten wollten. Und das funktioniert folgendermaßen. Wenn man angereist ist im Hotel, wird man eben von der Rezeption am Empfang darauf hingewiesen, dass man seinen Aufenthalt auch klimafair gestalten kann. Dann stehen da verschiedene Materialien zur Verfügung, von Aufsteller über Flyer, über Plakate, was auch immer, so wie das Hotel, das sich für sich eben vor Ort ausgestaltet. Die Besucherinnen können den QR-Code, der sich darauf befindet, abscannen. Sie finden eine Tabelle, in der es dann eben sich ablesen lässt, wie viel man ausgleichen sollte, je nach Entfernung, aus der man angereist ist und je nach Anzahl der Übernachtungen, die man eben bleibt. Und über diesen QR-Code gelangt man auf eine natürlich mobil optimal dargestellte Seite, über die ich dann feststehende Beträge auswählen kann oder eben freie Beträge auch selber festlegen kann und eintragen kann. Und diese Beträge kann ich dann letzten Endes kompensieren. Das fließt an uns, an die Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg, und wir verwenden das vollumfänglich in Klimaschutzprojekte und gleichen sozusagen die entstandenen Emissionen wieder aus. Solche Anwendungen sind letzten Endes wahnsinnig vielfältig denkbar, in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, letzten Endes überall, wo Besucherverkehr stattfindet, wo An- und Abreise stattfindet, wo ein Aufenthalt an irgendeiner Stelle stattfindet, egal ob man jetzt an Events denkt, an den Kulturbereich, völlig unterschiedlich. Da seid auch ihr als Menschen in euren Organisationen gefragt, euch mal Gedanken darüber zu machen, wo das vielleicht auch im Zusammenspiel mit externen Gästen, externen Besucherinnen überall passiert. Letzten Endes ist da im Digitalen noch ganz, ganz viel denkbar, um Emissionen abzufedern. Ein letztes Beispiel, bevor ich zum Schluss komme, ist etwas, wo wir uns eben auch aktuell engagieren, weil wir auch stark mit der Kulturbranche im Land zusammenarbeiten. Das ist das Thema zum Beispiel Theaterbesuch, steht jetzt aber stellvertretend für alles, was in der Kultur passiert. Auch hier seht ihr, letzten Endes 3/4 aller Emissionen bei einem Theaterbesuch entfallen auf An- und Abreise. Und das sind hier echte Zahlen, Beispiel des Opernhauses Stuttgart. Und da ist es so, dass trotz aller Angebote, mit dem ÖPNV zu kommen, im Opernticket ist kostenlose Anreise mit ÖPNV drin, sich trotzdem 50% aller Besucherinnen aktuell noch dafür entscheiden, leider in Klammer, mit dem Auto anzureisen. Bedeutet, das sollte ausgeglichen werden. Was jetzt zum Beispiel bei einem Theaterbesuch, um den klimafair zu gestalten, gerade mal 50 Cent pro Besuch bedeutet. Das kann man dann zum Beispiel machen über ein sogenanntes grünes Ticket, letzten Endes an der Kasse selbst, aber natürlich viel sinnvoller im Vorhinein auch schon anzubieten über die Online-Ticket-Shops, die eben jeweils eingesetzt werden, und da als Alternative zu einem regulären Ticket eben ein grünes Ticket anzubieten, ist unsere Vorgehensweise, und da alle digitalen Anwendungen drumherum zu entwickeln, damit es auch so unkompliziert wie möglich geht für den Betrieb, für uns und natürlich am Ende für den Besucher oder die Besucherin, das ist unser Ziel. Und
Damit wäre ich am Schluss angekommen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch heute viel Spaß beim Digital Social Summit. Danke.